Sonntagmorgen, knapp 600 Kilometer noch bis zur Buschklinik in Jahali. Heute Nachmittag wollen wir ankommen. 6000 Kilometer hat der Hilfskonvoi nach Gambia seit dem Start in Hattingen vor 10 Tagen bisher zurückgelegt. Wir halten am Rand einer Landstraße im Norden des Senegal. Keine offene Tankstelle weit und breit. Unserem Pickup geht der Diesel aus. Nee, also wir fahren jetzt seit ca. 30 Kilometer auf Reserve. Die Tankanzeige bewegt sich gar nicht mehr und wir vermuten, dass er jetzt also in ein paar Kilometern stehen bleibt und es sind noch ungefähr 20, 25 Kilometer bis zur Tankstelle. Wir schicken den Pickup zurück in die letzte Stadt, um eine Tankstelle zu suchen und wir warten. Viele Fahrer sind müde von den Strapazen. Jede Minute Schlaf hilft, auch wenn es unbequem ist. Das kann ich mir das nicht vorstellen. Inzwischen verstehen wir uns auch ohne viele Worte. Was hast du gesagt? Nix. Seit 6 Uhr sind wir schon wieder unterwegs, ohne Kaffee, ohne Frühstück. Frank verteilt Cappuccino-Bonbons. Für die Kamera gibt's auch einen Bonbon. Bei Ricardo im Auto gibt es richtigen Kaffee. Das Schild am Petrol ist nur ein Gag. Oder doch nicht? Da kannst du erstmal 2 Euro. Heute geht unsere Reise zu Ende. Was war das Beste bisher? Wer zieht die erste Bilanz? Möchte jetzt nichts zu sagen. Afrika-Neuling Matthias dagegen hat sich schon Gedanken gemacht. Das Beste. Ich fand die Fahrt allein schon das Beste. Hier sieht man so viele Eindrücke und so viele Sachen auf einmal. Das ist der Wahnsinn. Also auch gerade grenzenübergreifend fand ich es total irre. Zu sehen, wie wüsten und trocken dieses Mauretanien ist. Und dann kommt man hier in den Senegal und hier wird's grün. Und das ist einfach total beeindruckend. Das finde ich klasse. Das finde ich total super. Das kenne ich auch so gar nicht irgendwie. Ja, das finde ich total beeindruckend. Und wie freundlich die Leute hier sind, das ist auch total klasse. Nach einer Stunde kommt der Pickup vom Tanken zurück. Ja, war erfolgreich. Also nach längerer Suche in der Stadt und Polizeifragen irgendwie mit Händen und Füßen verständigen, haben wir dann doch noch Diesel gekriegt. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Tja. Die Tankstelle bezog selber erstmal Diesel. Und so lange passierte da auch nichts. Okay. Wir standen in der Schlange. In der nächsten Stadt halten wir an. Die Menschen vor den Marktständen an der Landstraße bestaunen uns 19 Bleichgesichter. Die Mädels haben es auf Jan abgesehen. Wulfert, rette mich. Für die ganzen Mädels. Ricardo, unser Baguette-Experte, kauft 10 Brote. Es gibt heißen Kaffee, sieht lecker aus, ist aber leider ungenießbar. Schmeckt der Kaffee? Furchtbar. Ich habe noch nie so was Schreckliches getrunken. Die Teerstraße ist zu Ende, kaum Gegenverkehr. Mit 120 Sachen fliegen wir über die Wellblechpiste. Draußen sind es über 30 Grad und es wird immer wärmer. Und dann sind Staub und Schlaglöcher wieder da. Eine Baustelle. Die Straße wird neu gemacht. Langsam haben wir die Nase voll. 36 Grad ist draußen und hier im Wagen wahrscheinlich 55, man sieht das hier an der Hand. Und diese Baustellenstraße, die geht hier schon seit 30 Kilometern. Ein unglaublicher Staub, also fast so schlimm wie neulich in Mauretanien. Vorsicht! In der größten Nachmittagshitze dann die erste Panne seit der französisch-spanischen Grenze vor 9 Tagen. An 2 Autos gleichzeitig platzt ein Reifen. Wie kann sowas passieren? Ohne Kommentar, bei dieser Heizerei auf den Straßen hier, wo ein B-52-Bomber die Bomben abgeladen hat. Scheiße. Mit dem Hammer kräftig drauf und die verbeulte Felge sieht aus wie neu. So, noch was? Hilfe aus dem Dorf an der Straße eilt herbei. Wir sind die Attraktion des Tages. Moment doch. Aber Ricardo wechselt den Reifen dann doch lieber selbst. Um 5 Uhr passieren wir nach 6.330 Kilometern die Grenze nach Gambia. Lamin, Oma und Amadou sind uns von der Buschklinik aus entgegengefahren. Welcome to Gambia, nice to see you again. Wir fahren jetzt zum Bierklinik. Noch 200 Kilometer bis zur Buschklinik, es ist drückend heiß.
Wir schaffen es heute nicht mehr bis in die Buschklinik nach Jahali. Wir werden in der Nähe hier in einem Hotel übernachten und morgen dann in die Klinik fahren. Es sind 40 Grad draußen, wir haben sehr viel Staub geschluckt heute. Uns reicht's. 12,5 Stunden sind wir heute gefahren. Kurz nach 7 erreichen wir ein kleines Buschhotel am Gambia-Fluss. Tänzer aus dem Dorf stecken uns mit ihrer Fröhlichkeit an, abends am Lagerfeuer. Unsere Reise wird einen Tag länger dauern als geplant. Wir haben es fast geschafft.